Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge God of the Ringer. Genau, Herrschaft. Und mal wieder eine Runde Warspielen. Mich jetzt auch schon wieder, glaube ich, anderthalb, zwei Wochen her. IOD-mäßig. Mal gucken, ob wir das überhaupt noch hinbekommen, ne? Uiuiui. Und schnell weg. Und schnell weg. Moment, wir geholt und. Oh, schöner Grafikfehler. Schön. Wir erobern Baker. Genau. Ja, hier hinlegen. Oh, verdammt. Schade. Feindlicher Aufklärer in der Luft. Der hat uns schon so ein bisschen umlaufen, ne? So wie es aussieht. Baker abgeriegelt. Hallo. Was ist denn? War doch nur ein Assi. Okay. Diesmal kann ich hier auch nochmal angreifen. Oh. Das war geil. Hit, 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 hit. Tot. Das mit der Wahl, ey. Das ist nicht cool. Verbündeter Gleitbomber im Anflug. Ja, vielleicht doch ein bisschen zu defensiv dort in dem Moment, ne? Hätte ich die Leute eigentlich gerade so stark an mit der Bar? Das ist aber auch interessant, ne? Ich hätte sonst immer gefühlt den doppelten Kugelschaden gehabt. Komisch. Komisch, komisch. Da ist noch einer drin. Da ist noch einer drin. Warum haben wir nur angehütet, ne? Was ist mit der Bar los? Gab es hier schon wieder irgendwelche komischen Pitches? Waffe kaputt gemacht? So ist, ne? Nicht cool, nicht cool. Genau, kletter mal schnell rein hier. Hab ich mal richtig gesehen. Wahnsinn. Fängt man mal wieder an, nach längerer Zeit wieder COD zu spielen und dann sowas, ne? Dann wieder hart auf die Fresse. Oh. Und der Klipper geil. Habt ihr nicht richtig gesehen? Lass mich raten, ihr habt mich volle Lotte gesehen. Na klar. Ich war natürlich markiert durch seinen Kackenkörper. Das Ding stresst extrem irgendwie. Was der Leute markiert. Das geht ja gar nicht. Das spawn ich eigentlich bei C. Wir halten Charlie. Wir sind in Dranbleiben. Hab ja gehofft, dass ich mich dort in Sicherheit bringen kann, bis Charlie wieder eingenommen wird und ich kann die Leute alle schön wegnehmen. War in der Theorie und in meinem Köpfchen hörte sich das auch ganz gut an. Was ist mit der Bar los? Das ist jetzt echt eine interessante Frage. Also es fühlt sich auf jeden Fall so an, als würde hier irgendwie was gepatcht worden. Wahrscheinlich ist es nicht so, ich bin einfach nur schlecht. Oh, weil das läuft ja gerade echt so gar nicht gut, ne? So absolut gar nicht gut. Feindliche Aufklärer in der Luft, Spione am Himmel.
Ah, das sind ja wieder so eine Lobbys, ne? Und so eine Lobbys wünscht man sich, wenn man die erste Runde des Tages vor allem nach längerer Zeit wieder hat. Nur chaotisch, nur tot. Nur schön. Ah, verdammt. Ich wusste, dass er von da kommt, aber ich bin nur angehittet, ne? Das ist nicht cool. Nicht cool. Kann man da vielleicht mal wo anrufen? Mal sagen, wie sollen hier meine Waffe wieder so machen, wie sie war? Hey, die Waffe ist doch so, wie sie immer war. Achso. Na gut. Gleitbomber im Anflug. Ja. Ah, hat er gehört. Okay. Ah, für sowas sind so diese, glaube ich, Ultraschall-Munition, ne? Gar nicht so verkehrt. Und generell einen Schalli zu rushen. Dann wäre mir dieser Tod höchstwahrscheinlich erspart geblieben. Wir verlieren Ziel Baker. Feindliche Aufklärer in der Luft! Spione am Himmel! Alter! Wir liegen in Führung! Wir verlieren Ziel Abel! Alter Schwede. Einer Kugel so hart angehittet, ey. Wir verlieren Ziel Baker. Und wir sollten uns mal umdrehen, glaube ich. Sollte ich vielleicht B angreifen? Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl gewesen. Und zurecht. Aber auch genau im richtigen Moment wieder rausgerannt, ne? Genau dann, wo er kam und dorthin gezielt hat. Nice. Spitze, Junge. Absolute Spitze, du. Spitzenhofdichte, Spitzenhofdichte. Hallo. Verbündeter Gleitbomber im Anflug. Wieso verdammt nochmal hätte ich die Leute so krass angehen? Wir erobern Baker. Schon wieder ganz schön stark. Das war dumm. Okay, das war dumm. Ich habe den da auf der zweiten Etage gesehen und war dann doch ein bisschen übermütig. Ich ihn unbedingt killen wollte. Hat denn so mittelgut funktioniert? Der war stark angehittet, ne? Next. Alter. Aber auch wieder instant tot, ne? Instant. Dachte mir, ich spring doch mal rüber. Überrascht diese Kollegen da so ein bisschen. Die denken sich so, nö. Ich bin hier. Aufklärung durch Kämpfe.
Fällt noch einer? Wie weiß ich den Namen nicht? Baker wird gesichert. Die Runde ist fast abgehauen. Hier auch. Baker gehört. Dieses Timing gerade, ne? Wäre ich einfach mal da stehen geblieben, hätte ich vielleicht sogar beide bekommen. Nein, ich muss ja vorrennen und sterben. Ach Mann, ey. Das frustriert dann irgendwann dann schon so ein bisschen. Ne? Ich sollte mal wieder hier lang laufen. Oh. Wir verlieren Ziel Charlie. Komm schon. Schneller. Schade, dann aber auch nur einen mitgenommen, ne? Ich wipe so langsam an der Bar. Aber sowas ist halt eine MP, aber auch deutlich besser, ne? Du bist halt viel, viel mobiler. Ich habe aber momentan noch keine MP, die ich so mega gut finde. Was zur Hölle ist da draußen passiert? Wenn man sowas nehmen könnte. Hm. Oh, das sieht auch sehr schön aus. Ein bisschen buggy gerade wie alles, ne? Ein bisschen buggy. Darf ich hier mal. Der Linus, ey. Punkteübersicht. 24, 25, das war nicht cool. Aber eine Chance gebe ich der Bar auf jeden Fall noch. Und. Jo, sehen wir uns wieder in Runde Nummer 2, wa? So, Runde Nummer 2. Meine Damen und Herren. Habe jetzt das Fadenkreuz nochmal geändert. Denn die Hoffnung, dass das was bringt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen Jockey in den Finger habe. Weshalb ich so viele Hits mache, auch so wie eben schon wieder, ist das Magazin, glaube ich. Habe jetzt ein anderes Magazin noch drin gehabt. Können wir nach der Runde nochmal uns anschauen. Da ist ein bisschen der Schaden verringert. Ist vielleicht gar nicht so gut. Oder? Das glaube ich gar nicht so gut. Feindliche Aufklärer in der Luft. Spione am Himmel. Das muss ich wieder rausnehmen. Diesbezüglich fehlen mir aber noch so einige Aussätze. Also speziell was das Magazin betrifft. Da kommen ja noch zwei. Oh. Oh, er ist spät gesehen. Baker abgeriegelt. Schön. Kommt natürlich wieder von da rein. Aber das ist hier halt einfach eigentlich so eine MP-Map. Ne? Viele, viele kurze Räume, Bewegung. Kurze Räume, das ist ja auch geil. Köpfe einziehen, feindliche Bomber! Charlie wird abgeriegelt. Ich glaube, das passt nicht so ganz zu der Bar, so wie ich sie momentan spiele mit dem Magazin vor allem, wie gesagt. Alle Ziele eingenommen. Position halten. Oh, schön. Schön den Mann gestanden. Zweikampf gesucht, Zweikampf gewonnen. Nice. Wow, Alter. Wo kommt der denn auf einmal her? Ah! Alter! Kommen die alle um die Ecke hier ran, ey? Wieso machen die das? Aufklärung in der Luft, wir sehen alles. Feindliche Aufklärer in der Luft. Wieso kommen die alle um die Ecke gerannt, meine Damen und Herren? Das verwundert mich so ein bisschen. Haben Bombardement angefordert. Verbündeter Mörserbeschuss. Jump and run. Wow! Alter! Das ist definitiv für das, beziehungsweise für diese Art des Rumlaufens, wie ich hier gerade doch eher am Rumrushen bin, die vollkommen falsche Waffe. Weg, entfremdet vielleicht. Ist hier halt ein Mannstopper, sozusagen. So defensiv auf mittlere Distanzen ist das Ding ja halt echt eine Macht. Alter Schwede, okay, das war gut. Ja, da, Elfmodus. Was ist das für eine Waffe? Hier auf jeden Fall, die sah sehr interessant aus.
Fenster springen? Da fährt schon eine Granate hinterher. Nein, aber da einer. Habe ich nicht mal aus dem Augenwinkel gesehen, ne? Sehr schnell. War die Roboter, ne? Und so, ne? Ich glaube. Rex! Runtergekillt. Warte so, hoppa. Oh, 53, ich glaube, genau. Da gab's ein neues. Oh, hallo! Der Dachdecker! Ich hab mal durchs Dach gefallen und so. Hier! Hallo. Oh, ich glaube, wir müssen noch eine dritte Runde machen. Oh! Ich will nämlich auf jeden Fall das Magazin testen. Falls es nicht totaler Schrott ist. Wir verlieren Ziel, Charlie. Wie sowas fehlt, hat aber auch zum einen die Zielkunst, die ich nicht habe, und zum anderen die Schussrate, ne? Auf der Distanz müssen die Kugeln halt treffen und das funktioniert ja leider nicht bei mir. Charlie wird gesichert. Charlie gehört uns. Was macht denn halt schon Bock, ne? Vielleicht so was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir jetzt wieder vollkommen daneben die Bollard Hobby. Oh, guck mal, ich hab Blutflüssig. Gelingt mir in letzter Zeit auch nicht mehr so sehr, wirklich. Es verwundert einen hier mal so ein bisschen, wenn man auf die Map schaut, auf die Minimap, wo die Gegner sind. Ne? Und dann wird einem angezeigt, genau vor mir. Dann ist der aber irgendwo drin. Unten und über mir und auf einer anderen Map und zu Hause. Überall. Win, win! Wollen wir nochmal versuchen, schnell so eine Vorwärtskiste zu holen? Ich glaube ja. Einfach mal das verfolgen. Ist das geil. So, das war bei C. C ist da. Lass mich mal da mal schnell hin. Und ich hab mich schön von. Er kriegt doch den Kill dafür? Okay. Schnell, schnell, schnell! Komm, gibt's jemand? Gibt's du mir jetzt? Was? Wir sind bei Charlie verschanzt. diese Vorratskisten. Wollte ich auch schon seit längerem mal austauschen, die Stream, ne? Es macht irgendwie nicht so sehr viel Sinn. Schon gar nicht auf so eine kleinen Maps. Oh. Denn bis die Kiste unten gekommen ist, bis man die Kiste eingesammelt hat, vergeht so viel Zeit. Das war in WW2 zu Beginn aber auch so. Dann haben sie das irgendwann mal anständig gepatcht gehabt. Verbündetes Bombardement im Anflug. Oh. Das war mal schön angehört. Ah, ausweichen, ausweichen und eilen abhauen. Ach, danke, danke. Einfach mal da die Drohnen-Mordi rein. Ist der hier drin oder ist der wieder auf einer anderen Ebene? Ich glaube, der ist da drin, ne? Ich glaube, der ist da oben noch, ne?
Ja, dann gereicht. Das war er. Wir verlieren Ziel Abel. Man muss aber auch laufen nachladen mit dem Ding hier, ne? Und 20 Kugeln sind halt irgendwie auch nur 20 Kugeln. Versuchen. Ja, Charlie wurde überrannt. Alliierter Abwurf unterwegs. Verbündete schicken eine Gleitbombe. Schade, ein bisschen schneller voll damit gestorben. War das hier bei A? Ja. Ist gleich vorbei. Sieg liegt in der Luft. Ist das schlecht. Sie nehmen Baker ein. Aber ich glaube, das war trotzdem gar nicht so schlecht, oder? Wer hat euch das beigebracht? Wie verletzt habt ihr? Hauptsache Spaß dabei. Okay. Intris runter ausgehen. Die Thompson, ne? Trommelmagazin? Kann das sein? Ich muss ja auch echt mal wieder eine MP zusammenbauen, ne? Ah, das hat er dann. 52 Mehrfachabschüsse. Oh, wie der Name schon sagt, ne? Not bad. Konsolenspieler. Nein, er zählt nicht. Da gibt's doch hier diesen komischen Aim Assist. Aber doch ganz schön schlecht gewesen. Das ändern wir jetzt, ne? Das ändern wir jetzt. Das geht doch schlechter. Das geht noch schlechter. Pass mal auf, du. Eine Gratiswaffe. Habe ich die denn jetzt hier schon? Ne. Ich komme hier echt nicht wirklich voran, wa? In diesem komischen Battle Pass-Gedöns. Ich spiele halt irgendwie momentan echt wenig. Leider lässt es die Zeit halt nicht, zu mehr zu spielen. Interessant aus, das Ding. Mal hier kurz rausgehen. Boah. Boah. Guck mal hier. Schaden und Projektilbeschleunigung und Reichweite geht halt runter. Dafür hat die Feuerrate hoch. Ich dachte, das ist ziemlich geil. Speziell für das Rushen. Dafür ist hier die Feuerkraft wieder höher. Durchlaufsschaden, Bewegungstempo runter. Komm, das testen wir mal. Habe ich denn jetzt überhaupt für ein Magazin? Auch wieder 20. Okay. Okay. Sonst vielleicht irgendwas ändern? Ich glaube nicht, ne? Nachladetempo macht ja auf jeden Fall Sinn. Ja. Ich glaube, das lassen wir so. Ich glaube, das ändern wir vielleicht noch. Ach, siehst du genau, die Punkte sehen. Haha. Oho. Verstärkt, verringert den Schaden, springt aber auch so. So, ist okay. Was ist denn hier? Die Verstärkung wird auf der Minigun angezeigt. Nee. Ah ja, genau, das ist ja das hier. Ne, das hole ich mir auf gar keinen Fall rein. Das ist ja eklig. Den Fußabdrücken finde ich gar nicht mal so geil. Boah, was machst du denn hier sonst? Feindliche Verstärkung. Na komm, wir machen mal das hier. So, dann machen wir auch mit uns mehr Tempo. Ja, so drin bleiben. Dann gucken wir noch einmal bei die Bootier-Serie. Die Frage ist halt, was nehme ich dafür? Nehmen wir erstmal raus. So, tschüss. Wo ich denn hier überhaupt noch ein Bomber-Demo?
Achso, genau, jetzt habe ich hier das Dreier-Ding, so ein Siemer-Ding. Das reicht eigentlich schon fast, ne? Mörserfeuer, das war ja ganz komisch. Leitbombe ist halt auch ganz nice, ne? Ach komm, wenn ich dann schon mal eine schöne Runde habe, dann will ich mich auch belohnen mit einem Brandbomben, glaube ich. Ja. So selten das ja auch passiert, aber wenn, muss dann halt auch was Cooles bei rumkommen, oder? Ja. Ich denke doch schon. Na gut, weiter jetzt. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Ist ja manchmal so eine Sache. Aber ausnahmsweise mal nicht am Wochenende, ne? Wo ich die Spiele mal so ganz nebenbei erwähnt. Habe ich dann doch auch mal Zeit in der Woche gefunden. Klingt hier vielleicht sogar irgendeine Variante von der Bar, die ich habe und das noch nicht mitbekommen habe. Oh, wie schick aussehen tut es ja hier, ne? Spottentod. Das ist dann halt alles für Knete und so, ne? Bin ich echt kein Fan von. Herrschaft! Rück aus und sichert das Ziel auf jetzt. Es wird Zeit zu glänzen. Ja. Wir sind bei Baker verschanzt. Ne? Ja. Ist aber wirklich. Uiui. Ist aber halt auch wieder so eine Map, wo man mit so einem langsamen Sturmgewehr eigentlich im Nachteil ist, ne? Oh Gott, ist das Ding langsam. Das geht ja gar nicht. Oh. Alter Falter, was ist denn das? Was ist denn hier kaputt, Jan? Komm mal, da haben wir einer B. Scheiße, aber wir müssen das hier wieder. Die Führung ist unser! Das wird eine ganz tolle Runde. Definitiv. Sagt er, das geht schlechter. Ja, stimmt, hier links kam ja so eine mittlere Distanzgeschichte, ne? Wir verlieren Ziel Abel. Ist das eine Pisse hier mit dem Magazin, du? Wir erobern Charlie. Und wo könnte jetzt hier was kommen? Wir nehmen Charlie ein. Ja, trotzdem hat er mich instant weggeholt, Alter. Abel gehört uns. Alliierter Gleitbomber unterwegs. Ding geht ja gar nicht. Die Waffe macht irgendwie keinen Bock mehr, ne? Das geht ja auch gar nicht, du. Dieser Moment, wenn man realisiert, dass die Waffe irgendwie nicht mehr so geil ist, ne? Also schon gar nicht mit dem jetzigen Aufsatz. Da muss doch auf jeden Fall gut zielen können. Dann mag es ja stark sein. Wächst dem hohen Kugelschaden. Aber für mich ist das nichts. Wir halten Charlie. Okay. Ich bin doch mal wieder zurück. Ich würde nämlich ganz gerne auf der mittleren Distanzen bleiben. B ist denn so gar nicht meins momentan. Triff die nicht. Ist das geil? Wir erobern Baker. Baker gehört uns. Ich will mal ein bisschen sehr viel defensiver spielen und die Stärken so ein bisschen. Wir verlieren Ziel Baker. Ausnutzen von der Röhre. Wir halten Abel. Der jetzt bei Arthur. Wir nehmen Baker ein. Sie nehmen Abel ein. Jetzt ist er tot. Okay. Ein trägt der Aufklärer in der Luft. Spione am Himmel. Tiefflug. Das ist Tiefflug. Na, kein Hochflug, ne? Boah, das fühlt sich so schlecht an, ne? Achtung,
wird abgeriegelt. Es ist so rumgekämpe mit aufgestützter Waffe. Oh, 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 oh. Baker abgeriegelt. Hallo. Hallöchen, Kumpelchen. Weiter so, das schaffen wir. Hopper bereit für Befehle. Alliierte haben Bombardement angefordert. Charlie wird gesichert. Alter, Kuhschan ist schon geil bei dem Ding, ne? Aber du musst echt zielen können. Dann wieder weg hier. Da kommt nämlich gleich was. Macht der Flieger jetzt hier eigentlich auch irgendwas? Was da rumfliegen? Baker ist verloren. Wir machen wir nichts, ne? Toll. Wir erobern Baker. Soll ich dir mal sagen, dass ich noch zwei Kills gebraucht hätte? Das lief ja dann doch gar nicht so verkehrt da, ne? Wenn man so hart defensiv spielt, was ja schon fast an Campen herankommt. Hätte ich jetzt aber fast gnadenlos gemacht, ne? Und damit mir die mega Brandbombengeschichte geholt, die sowieso keinen Kill gemacht hat, bei meinem Glück. Oh, hallo. Verschanzt. Ja. Ja, weg hier. Geil. Das war ja auf jeden Fall hier in der Nähe. Die Wir nehmen Charlie ein. Was. Genau. Boah, Alter. Das ist übel schwer, ey. Also übel schwer für jemanden, der halt nicht zielen kann, ne? Ganz klar. Ja, auch springen erstmal, dann will ich noch mehr aufkommen. So, just for fun rüberschießen mit dem bisschen Schussraten gedötet, ist halt auch nicht so geil, ne? Ja, dabei. Bewegst du dich eigentlich auch mal? Oder guckst du dir da so ein bisschen deine Waffe an? Aufklärung durchkämmt den Sektor. Charlie. So, jetzt sind die alle bei B irgendwo, ne? Das war richtig lucky. Oh, guck mal, hier kann man sogar in B reinschießen, ne? Ist ja auch geil. Oh, ich bin so langsam. Charlie ist verloren. Komm schon! Ihr müsst da jetzt irgendwas hier. Genau. Langkommen. Jo. Ah, das Nachladen. Leider zu lange gedauert. Trotzdem ich diesen Bug auch drin habe, ne? Aber das ist halt keine Waffe zum Rushen. Ganz, ganz klar. Das merkt man auch immer wieder, ne? Woanders. Und den push ich nicht mit der Waffe. Der war hier oben. Charlie abgeriegelt. So. Oh. Oh, war da nicht cool jetzt auf einmal. Das sah ja sehr nah aus. Oh. Hä? Ich hab noch den roten Namen gesehen. Okay, dann kommen wir von da. Oh, ein Ondi. Sie nehmen Charlie ein. Der war geil. Der war richtig geil. Jawohl. Schönes Ding.
Oh, lass mich bitte mal kurz fertig telefonieren. Hat er ja noch was vor. Schlecht. Nee. Das finde ich nicht gut. Wir können jetzt hier C einnehmen. Hallo! Wir sind bei Charlie verschanzt. Feindliche Kriegsmaschine unterwegs. Achtung, feindliche Gleitbombe im Anflug. Oh oh. Ach, schon vorbei, Glück gehabt. 23 Eliminierung, da mal hin. Aber man muss schon sehr, sehr defensiv spielen. Und ich habe momentan nicht so sehr viel Bock auf dieses defensive Spielen. Deshalb ist wohl die Bar leider derzeit nicht so die beste Waffe für den neuen Spiel. Uiuiui. Siehst du mal? Siehst du mal? Das wäre mit der Bar nicht gegangen. Nopsie. Eieiei. Eieiei. Okay, lass mir das. Ach, das macht mir halt echt so viel Spaß. Ne? Das ist halt einfach nur cool. So was. Ach, ich hab halt jetzt auch viel, viel defensiver gespielt. Ne? Viel Hardscope, viel abwarten, die Laufwege erahnen, wo die Gegner kommen. Als Mannstopper halt, ne? Für sowas ist die Waffe halt echt gut zu gebrauchen. Aber es macht halt auch nur so mittel viel Spaß. Tja, na gut. Nehmen wir dann mal für eine MP. Ich lasse die auf jeden Fall mal noch drin. Ist ja eigentlich eine feine. Eigentlich. Tja, eigentlich war die Stan ja ganz geil, ne? Ah, das machen wir in der nächsten Folge. Da bauen wir uns mal wieder was zusammen, ne? Oder lasst uns überraschen, was in der nächsten Folge vielleicht für eine Waffe gespielt wird. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So oder so, wa? Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.